Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein The New Colossus. Aha. Hier haben wir gespeichert, gerade jetzt. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Ernsthaft? Nein. Oh fuck. Scheiße. Wow. Wir haben ja panzerbrechende Munition, also. So. Moment, was ist das? So, nachgeladen und... Gut. Sehr gut. Ja, man nicht rum, alter Mann. Als würden mir die Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie. Ein bisschen überdramatisiert, aber... Okay. Gut, was haben wir sonst noch hier? Ah, Gold. Dann... Okay, ja, im Moment haben wir nicht mehr viel Leben. Nur noch 50, wie immer. Ah, hier, lesen. Leserbrief, wach auf, Amerika. Es wird Zeit, dass Amerika aus seinem naiven Schlummer aufwacht. Wir kämpfen gegen unsere eigene Natur und verlieren dabei. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden erbaut von weißen Amerikanern, den Söhnen und Töchtern von Germanien. Menschen, gegen die wir jetzt kämpfen. Dabei waren sie es, die hart gearbeitet haben, um dieses Land an die Weltspitze zu bringen. Das hat uns in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. Wir sollten das feiern, was uns großartig macht, und das annehmen. Jetzt verlieren wir den Krieg und verlieren dabei uns selbst. Ich bitte unsere Nation darum, Frieden mit Herrn Heiler zu suchen. Heiler? Herr Heiler? Okay. Mit Herr Heiler zu schließen, der doch nur dafür kämpft, die Würde seines Volkes wiederherstellen und stattdessen im Sinne der amerikanischen Volkes zu kämpfen. Joseph Anderson, New Orleans, 2. November 1948. Okay, wo? Ah, ein schöner Gemälde. Und wir haben einen riesigen Roboter kaputtgeschlagen. Hahaha. Also kaputtgeschlagen ist zu viel gesagt. Wir haben ihn in Staub verwandelt. Okay, was haben wir? Schönes... Was ist das? Ah, so eine. Die hätten wir gerade gut gebraucht gegen ihn. Aber gut. Oh, lesen. Rezept aus einem Kochbuch, Sauerkrautburger, eine Fleischbrätling aus Hackfleischbraten oder Grillen, den Hackfleischbrätling auf die untere Hälfte eines Vollkornbrötchens legen, das Hackfleisch mit einer großzügigen Menge germanischen Senf bestreichen, eine herzhafte Menge Sauerkraut obendrauf legen, das Sauerkraut mit dicken Speckstreifen garnieren, die obere Hälfte des Brötchen auf den Speck legen und es leicht zusammendrücken, den Burger mit eingelegten Gurken, Salzkartoffeln und einem kräftigen Bier servieren. An den Seitenrändern hat jemand Folgendes gekritzelt. Lecker, das muss ich ausprobieren. Okay. Ich würde es auch gerne probieren, also. So. Okay. Jetzt haben wir alles. Ich frage mich, ob noch so einer kommt. Ah.
das hören wir uns zum Ende der Folge an. Ja, Rüstung. Haben wir hier auch ein Messer geworfen, oder? Verdammt. Nee, ich glaube, sollte alles gut gehen. Okay. Und jetzt ist die Frage, wo ist der... Wo ist der Typ? Wir haben doch eine Karte. Ha? Huh? Moment, hier irgendwo? Oder was soll der? So, Moment. Genau beim Tresen, genau hier. Okay, wir haben es kaputt gemacht, aber was ist das? Was zum Geier ist das? Du weißt es doch. Ist aber auch egal. Okay, jetzt entfernen wir uns von unserem Gegner. Okay. Aha. Vielleicht finden wir hier ja auch noch irgendeine so eine Schaltplatte oder sowas. Und von da oben sind wir ja runtergekracht, also hätten wir auch andersrum gehen können. Und Moment, was ist das da? Also, das sind irgendwelche Platten. Was ist das? Nichts Besonderes. Schade, ich dachte wirklich, hier wäre auch irgendetwas. Wie zum Beispiel das hier. Gut. Dann haben wir ja alles geschafft, was wir wollten. So, Blasky, altes Haus. Jetzt bleibt nur noch der Weg hier entlang, oder? So, einer weggegrillt. So. Gut. Aha. Ah. Hier finden wir extrem viele von diesen Karten. Mal sehen, ob wir noch mehr finden. Was ist das? Ah. Ach ja, sehr gut. Das bringt leider nichts. Das muss man halt so kaputt machen. Gut. Ah, ist das etwas von Wert? Nein. Okay, ein Helm. Noch mehr Helme. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Ja, das machen wir. Meine Stimme, Anya. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ja. So, dann machen wir sie mal kalt. Geht es vielleicht ein bisschen über. So, die werden
Gut, wo ist der nächste? Ja, der wurde getötet. Na, endlich. Es wurde schon langsam knapp. Für eine Sekunde dachte ich wirklich, wir hätten bald keine Munition mehr, aber das hat sich erledigt. Gut, Enigma-Code erhalten, was auch immer das bringt. So, weg mit der Waffe und wir legen wieder diese an. Andererseits, kurzer Moment. Wir haben eins mehr. Dieselkraftwerk, verstärkter Tank, Sturmgewehr, Maschinenpistole, integrierter Schalldämpfer. Trommelmagazin, ja. Machen wir zuerst mal das. Mehr Magazin bedeutet mehr. Gut, ich sollte vielleicht wechseln. Moment, sind wir nicht im Kampfmodus? Doch schon, aber nicht in diesen Art von Kampfmodus. Im Sniper-Modus, so. Gut. Gut, alles schön aufgesammelt. Wir gehen einfach weiter. Es wurde gespeichert. Nein, verdammt, falsche Taste. Ich wollte. Oh oh. Ja. Ah, da unten. Okay. Gut, weil sonst haben wir alles. So, schauen wir mal. Ist das das Maschinengewehr? Was? Sturmgewehr, Maschinengewehr. Okay. Und jetzt ist da... Ah, wir haben ja ein großes Magazin genommen, stimmt. Okay. Daneben. So. Netter Versuch, aber gut. Hey! Der hat mir meine gesamte gesamte Rüstung, aber ein Teil meiner Rüstung weggeknallt und jetzt kriege ich keinen Ersatz dafür. Ah, so eine Fliegspiepe. Moment. Pistole. Dieselgerät. Okay. Gut, warum man zweimal hintereinander? Okay, vorhin hatten wir gerade noch zweimal hintereinander. Also, was haben... Es sieht schon interessant aus, aber mir wäre zum Beispiel schönere Bilder schöner. Oder lieber, besser gesagt. Gut, was haben wir hier noch? Ah, Panzerung, gut. Oh ja. Jetzt können wir auch Munition und so einsammeln. Ja, gegen den hätte ich nicht die normale Knarre nehmen sollen, sondern... Unser Sturmgewehr, das ist gegen gepanzerte Gegner besser. Okay, und jetzt aufmachen. Gut, und jetzt da hoch. Ah.
Ja, das sieht gut aus. Na klar. Diese holprige Leiter hoch und runter laufen. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Hey! Sie holen jetzt Super Splash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Oh, die hat so einen kranken Humor. Ja, finde ich auch. Oh, sie erdrücken mich. Oh, das ist Tilly. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Okay. Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel? Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blazkowicz. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Hülle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater.
So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specci? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine scheiße Armee. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blazkowicz? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beeilung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Okay, ich wollte gerade sagen, der kleine Teil da... Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine! Gut, ich soll einfach durchhalten, oder? So, und von irgendwo habe ich einen Laserstrahl gehört. So, und zack. So. Oh, verdammt. Entdeckung. Und was haben wir? Was haben wir? Wo haben wir? Wir nehmen einfach alles mit. Oh. Was, wo, wie, Gut, interessant. So. Na. So ein Kopftreffer und jetzt zu dir. Gut, nachladen. So. Moment, was soll? Waffenkit-Verbesserung? Jetzt? Okay, was ist das? Nichts. So, runtergeballert. Wow. Ah, Scheiße. Okay. Und wie war das? Moment, wie war Akimbo schon wieder? Ex? Ah ja. Ernsthaft? So. Und zack. Verdammt. Gut, Waffenverbesserung. Alles nehmen. Nachladen. Und Scheiße. Oh
Okay, okay, okay. Wow. Ah, Scheiße! Gut, hatten wir uns zuerst an den Plan. Einfach alles abzuknallen, was sich bewegt. So, und weiter geht's. Gut. So. Oh, Scheiße. Okay. Ah, nachladen. Gut. Einer weniger. Verdammte Scheiße. Moment, hier haben wir ein Bild. Munition. Mhm. So, und... So, nachladen. Okay. Gut. Also bis jetzt läuft es gut. Wenn man ein bisschen die Deckung nutzt. Wow. Wow, 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 wow. Gut. So. Wie soll das denn bitte gehen? Hat er gerade eine Granate geworfen? So, ah, wartet! Ah, Scheiße! So, runter mit dir, Otsch. Gut. Okay. Okay. Gut, kurz nachladen. Verdammt! Oh, verdammt. Ah.
Okay, ich würde aber... Kampfdrohnen ist besonders im Nahkampf tödlich. Erhalte bessere Abstände zu ihnen. Ja. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.